Hi, hier Enrique von Beach Inspector. Ich befinde mich heute für euch an der Playa de Baños del Carmen. Dieser 550 Meter lange Kiesel- und Sandstrand befindet sich im östlichen Malaga, im Stadtviertel El Palo. Dieser Strand besteht aus zwei Buchten, zum einen meiner linken, eine, die eher für Badegäste geeignet ist, und zu meiner rechten, eine, die für Hunde geeignet ist. Diese beiden Buchten werden von zwei Tennisspielplätzen getrennt und einigen Ruinen. Insgesamt wirkt dieser Strand etwas heruntergekommen. Es gibt hier sehr viele Bäume, sodass er viel Potenzial hat, so wegen also eine kleine Oase direkt an der Stadt. Aber leider ist es hier alles so verschmutzt und es gibt hier so viele Insekten, dass man hier keinen angenehmen Strandtag verbringen kann. Nichtsdestotrotz gibt es hier eine kleine Strandbar, die an den Wochenende einige Veranstaltungen macht.